Hallo Gerti. Hallo Gerd. Karneval steht vor der Tür. Na ja, ein paar Wochen haben wir noch Zeit. Und ich habe gedacht, wir machen mal aus den verschiedenen Regionen so ein bisschen Tanzen im Sitzen. Wir machen das einfach mal vor, damit die Leute das gleich im Tanz gut nachmachen können. Wir nehmen mal beide Hände oben einmal vor, vor, dann zur Seite, seit, seit. Schieb, schieb, klopf, klopf. Und das machen wir viermal. Also, tupf, tupf, seit, seit, schieb, schieb, klopf, klopf. Stich, stich, seit, seit, schieb, schieb, klopf, klopf. Stich, stich, seit, seit, schieb und klopf, klopf. Ist wie immer gar nicht so einfach. Die Mädchen aus dem Grundbott heißt das Ganze. Und wenn das kommt, dann werden wir ein bisschen aktiv werden. Dann nehmen wir mal die Händchen so. So. Wisst ihr, was dann geschah? Fallari und Fallara. Und dann kommt der liebe Gott ins Spiel. Denn dann erschuf der liebe Gott. Jetzt kommen die Mädchen aus dem Kohlenpott, die sind am Heizen, hast du gemerkt? Naja, die heizen gut ein, ne? Ja. Du weißt das. Und der Petrus, sogar der alte Petrus hat gelacht. Chef, das hast du fein gemacht. Das wird auch nochmal wiederholt. Dann kommt nachher mal ein kurzes Zwischenspiel. Wollen wir einfach mal versuchen, das hinzubekommen? Naja, wenn nicht ganz gelingt, wir wissen ja, ist Karneval, ist also nicht ganz so schlimm. Der liebe Gott erschuf die Welt 6 Tage früh wie spät. Am 7. aber ruhte er, so wie es geschrieben steht. Der Mann, der dies als Niedertrieb, der hat sich mies geirrt. Denn gerade an diesem Feiertage, Freunde, ist's passiert. Wisst ihr, was da geschah? Valerie und Valera. Denn da erschuf der liebe Gott die Mädchen aus dem Kohlenpott. Spät und müde nach Haus, schleicht er zum Kühlschrank, köpft ein Bierchen, denkt jetzt muss er aus. Doch seine Emma schimpft und ruft, Mensch, lass der Sauverei. 6 Tage hast du nur geruht, doch das ist jetzt vorbei. Wisst ihr, was da geschah? Halleri und Fallera. Denn da erschuf der liebe Gott die Mädchen aus. Duisburg, Ruhrort, bei Kowalskis Kraft. Den ganzen Morgen hing der Willi schon im Taubenschlag. Da wurde Erna wütend und sie schrie, so hör mal her, komm runter, denn seit Jahren steht der Kinderwagen leer.